So Leute, da sind wir beim nächsten Video. Blacky erklärt, beziehungsweise diesen Monat Blacky zeigt. Und wie ihr im Titel schon seht, dieses Mal möchte ich euch eine Top 10 vorstellen. Ich hasse Top 10, weil Top 10 bedeutet für mich immer, es gibt Leute, die diskutieren so, nein, der gehört auf den 5. Platz und der ist doch viel besser als der andere, den du da höher gerankt hast. Ich nenne es mal Top 10, aber eigentlich sind es einfach nur 10 Leute, die ich hier euch gerne vorstellen will und euch zeigen möchte, weil es sind sehr nette, sehr gute YouTuber. Und gerade jetzt im Dezember, denke ich, kann man mal ein bisschen Liebe walten lassen. Also guckt bitte, bitte, bitte das Video bis zum Ende. Guckt mal bei jedem Einzelnen rein, ob er was für euch ist, ob ihr diesen YouTuber auch gucken wollt oder seine Videos sogar besser findet. Ich möchte hier einfach nur mal zeigen, dass YouTube Deutschland gerade im Magic-Bereich eine Community sein sollte. Weil wir sind nicht viele Leute, wir haben ein paar Leute, die ziemlich groß sind. Die werde ich aus diesem Video auch rauslassen. Die kennt ihr ja meistens sowieso schon. Aber gerade so im kleineren Bereich, so 500 drunter, wo ich mich ja auch befinde, möchte ich ein bisschen diese Community ein bisschen supporten, sage ich mal. Deshalb seid nicht böse, wenn euer Lieblingskleiner YouTuber nicht in dieser Liste drin ist. Ich habe mir extra nur 10 Leute rausgesucht. Es gibt so viel mehr. Und es wird natürlich auch Leute geben wie MagicBlocks.de, Spielraum Wien, Magic Shibi, die eben genau in diese Kategorie fallen mit. Es sind gute YouTuber, die sehr viele Aufrufe haben. Aber warum soll ich, kleiner YouTuber, diese Leute euch zeigen? Ihr kennt sie schon. Ihr wisst schon, was das für Leute sind und wie sie drauf sind und guckt vielleicht schon ihre Videos. Deshalb will ich mich hauptsächlich auf YouTuber konzentrieren, die im kleineren Rahmen agieren und auch relativ aktiv sind. Wenn ich mir dann zum Beispiel einen Kollegen von mir anschaue mit MTG Bakery, der halt immer nur so hin und wieder mal was postet, fällt hierbei zum Beispiel auch raus. Ebenfalls würde ich ganz gerne haben, dass die Leute wirklich deutschen Content machen. Und deshalb fällt einer meiner persönlichen Lieblings-YouTuber bzw. Twitch-Streamer da raus mit It's Julian. Trotzdem könnt ihr euch die natürlich gerne angucken und mal rumschauen. Magic Deutschland hat so viel zu bieten. Und das sind jetzt nur 10, die ich gefunden habe, die ich auch persönlich gucke und persönlich sehr mag. Und wie gesagt, es ist zwar eine Top 10, aber jeder dieser YouTuber hat irgendwo was Großartiges und sollte geschaut werden. Natürlich gibt es noch einige YouTuber, die ich auch kenne, aber deren Content ich nun mal jetzt nicht so hart konsumiere, wenn ich da jetzt zum Beispiel herumkommandiere oder Miracles Keeper mir anschaue, schaue ich ganz, ganz wenig, auch wenn sie guten Content machen. Deswegen werden ihr die zum Beispiel auch nicht in dieser Liste finden. Alle anderen in dieser Liste sind in der Videobeschreibung. Das heißt, ihr seht unten die Top-Listen. Ihr könnt dann bis Top 3 vorspringen, wenn ihr unbedingt wollt. Wie gesagt, ich sehe eigentlich 10 Leute, die alle 10 großartigen Content machen. Nichtsdestotrotz starten wir mit der Nummer 10 und ist tatsächlich ein Kumpel von mir, The Legacy. Der Gute ist aktuell meiner Meinung nach eher eine Art Vlogger, der zeigt, wie er an seinen Decks rum ein bisschen tüftelt, wie er bestimmte Karten evaluiert oder eben auch darüber denkt oder sie eben versucht umzusetzen in einem bestimmten Deck-Tag. Gerade im Bereich Commander aktiv bzw. EDH, früher auch sehr aktiv im Legacy, habe ich auch schon mit YouTube-Videos gemacht. Also er hat bei mir mein Legacy-Deck vorgestellt und wir haben bei ihm auf dem Channel Commander gespielt. Nichtsdestotrotz kommen eben auch andere Dinge bei ihm mit rein, weil er eben so auch so ein bisschen was aus seinem Leben zeigt. Er hatte vor, ich glaube, einem Monat hatte er mal so ein Lego Corvette aufgebaut. Super, super cool und ja, schaut mal bei ihm rein. Auf der Nummer 9 haben wir Tim Soard. Tim Soard ist ein nicht ganz so aktiver YouTuber, weil ich vermute mal, dass jedes einzelne seiner Videos ultra lange Produktionszeiten hat, weil er unglaublich schöne Animationen in diese Videos einsetzt und auch sich wirklich, wirklich, wirklich viel Mühe gibt. Bei ihm gibt es nicht nur Magic-Stuff, sondern all over ein bisschen Nerd-Stuff. Ich habe Warhammer-Videos gesehen, auch ein bisschen Pokémon und eben Magic natürlich. Schaut da auf jeden Fall rein. Dieser Mann setzt so viel Blut und so viel Herz in seine Videos. Der hat auf jeden Fall mehr verdient. Wenn wir bei anderen TCGs sind, die eben mit auf diesen Kanälen benutzt werden bzw. gezeigt werden, TC Gaming. TC Gaming macht relativ viele Openings von verschiedensten TCGs und vergleicht dann zum Beispiel die Preise. Er kauft für einen Betrag X, sowohl jetzt zum Beispiel von Yu-Gi-Oh! Oder Magic, Produkte, öffnet diese und vergleicht sie dann. Sehr, sehr cooles System, sehr, sehr cooler Channel. Gerade wenn ihr mehr als nur Magic schaut oder eben auch andere Sachen sehen mal möchtet,
Da habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, richtig coolen Content dabei zu sehen. Und es ist nicht wenig, was da gerade produziert wird. Dementsprechend guckt da bitte auch mal rein. Es lohnt sich. Es ist wirklich cool, wie praktisch jeder von dieser Liste. Auch eine Person, die mir persönlich sehr am Herzen liegt, auch wenn ich die Person gar nicht kenne. Aber was er macht, ist einzigartig und großartig. Und ich verstehe nicht, warum er so wenig Abonnenten hat. German Magic Stories ist ein Magic-Channel, der die Geschichten hinter Magic, der verschiedenen Planeswalker, der Planes oder eben der Legendary Creatures mit euch teilt und sie für euch vorliest. Ihr müsst die Bücher nicht haben, ihr könnt sie als Hörbücher nehmen. Sie sind qualitativ richtig hochwertig. Die Produktionen sind schön, man kann sie sich wunderbar anhören, gerade auf der Autofahrt oder im Zug. Unglaublich cool. Schaut da bitte, bitte, bitte vorbei. Gerade wenn ihr ein bisschen in der Lore euch interessiert, kann ich euch ihn nur empfehlen. Es ist wirklich, wirklich schade, dass dieser Mann aktuell noch so wenig Aufmerksamkeit bekommt. Menschen, die aktuell sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, weil sie auch einen sehr, sehr guten Podcast an den Tag legen, ist Nackt und Rosa. Ich habe gesagt, ich werde jetzt nicht die größten Leute mal zeigen, aber Nackt und Rosa ist nun mal noch nicht so lange da. Ich glaube, sie sind noch kein Jahr auf YouTube, wenn ich mich richtig erinnere. Sie haben dafür schon eine ziemlich gute Qualität, sind echt nette Menschen und haben schon Leute erreicht, wo ich sage, alter Schwede, die schon sehr bekannte Gäste bekommen, was mich persönlich sehr freut, weil sowas braucht der deutschsprachige Raum auch. Ihr werdet hier merken, ganz viele Leute, die ich euch hier vorstelle, sind nicht unbedingt aus Deutschland selber, sondern es geht halt um den deutschsprachigen Raum und das möchte ich hier halt nochmal explizit herauskristallisieren. So, und ihr merkt schon, ich habe aufgehört, Nummern zu sagen. Bei welcher Nummer sind wir denn? Als nächstes auf diesem Platz haben wir auch hier wieder jemanden, der auch im deutschsprachigen Raum angesiedelt ist und für die meisten wahrscheinlich ein Begriff ist. Und ich kann ihn immer noch nicht aussprechen. Das ist Melniebone MTG, ein Channel, auf dem ultra viel geöffnet wird und auch echt krasser Stuff geöffnet wird, was auch wirklich, wirklich schön anzusehen ist. Und nicht wie bei mir immer so Kleinigkeiten, weil ich das nur so, das Opening so an zweiter bzw. dritter Stelle mache, sondern bei diesem Channel geht es wirklich um das Öffnen von Produkten ganz, ganz viel. Und eben dem Teilen mit der Community. Außerdem hat er ein ganz schönes Intro. Muss ich mal auch mal wieder sagen. Und dieser Mann macht so viele Gewinnspiele. Ich verstehe nicht, wie ich noch keins davon gewinnen konnte. Aber es macht unglaublich viel Spaß, dem zuzuschauen. Man merkt einfach, wie sehr er die Karten auch mag. Und wenn ihr ihn noch nicht kanntet, geht mal rüber und schaut ihn euch an. So, dann etwas, was Leute wahrscheinlich schon gedacht haben, dass er mit auf dieser Liste steht. Der liebe Gamery, ein Freund von mir, dem ich auch aktuell einen Podcast mache, und zwar Radio Ravnica. Der gute Robin, aka Gamery, hat da auf seinem Channel einmal in der Woche einen Podcast mit mir aktuell noch am Laufen. Und wenn ihr den Podcast noch nicht kennt, kann ich euch nur empfehlen, guckt da mal rein. Gerade wenn ihr mich mal ganz gerne reden hört oder eben auch mal andere Ansichten als nur meine auf diesem Channel hier sehen wollt, da wird es dann schön diskutiert und eben mit zwei verschiedenen Ansichten in die Waage gesetzt. Dazu kommt noch immer mal wieder so ein bisschen eigener Content von ihm, der echt gut ist, das muss man einfach sagen. Und deshalb bitte, 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 wenn euch das interessiert, geht rüber, abonniert den Channel, guckt euch da um, habt Spaß dort. Und dann kommt wieder und guckt das Video hier weiter, weil es geht ja jetzt noch ein bisschen weiter. So, wir sind, glaube ich, Top 3. Wenn mich nicht alles täuscht, sind wir Top 3. Ich bin mir gerade nicht sicher. Als nächstes haben wir It's a Kind of Magic. Außer, dass ich die ganze Zeit immer wieder einen Ohrwurm kriege, wenn ich diesen Namen höre. Das ist ein bisschen traurig, weil ich mag Ohrwürmer nicht und ich habe dann wirklich nur so... ja, egal. Lassen wir das. It's a Kind of Magic macht relativ viel mit News, Openings, aber nicht das, was man denkt mit Openings, sondern wirklich, dieser Mann setzt gefühlt sein komplettes Geld, das er hat, und kauft davon Dinge, die ihm zugeschickt werden per Brief, die er dann für YouTube öffnet. Krass, also was da gefühlt täglich an Stapel an Briefen rankommen, wow. Das ist cool. Zusätzlich kommen dazu immer noch mal Informationen, News oder Ähnliches. Immer wieder relativ zügig auf dem Channel. Das ist sehr beeindruckend. Und auch hier viel zu wenig Aufmerksamkeit, der Mann. Schaut euch das mal an. Das ist großartig. Es macht mega viel Spaß, ihm zuzuhören. Dann auf der 2 ein Mann, mit dem ich jetzt auch schon relativ viel zusammen gemacht habe. MTG mit Patrick. Ein Channel, der mittlerweile sehr, sehr stark nach oben schießt und ich ihn dennoch kurz noch hier reinschiebe und vielleicht kann ich mir auch ein bisschen mehr pushen. Wir hatten mal zusammen Pre-Release-Openings
Und wir unterhalten uns auch relativ viel und schreiben relativ viel. Gerade wenn es um News oder Eindrücke geht oder eben um Tipps für den jeweils anderen. Das finde ich sehr, sehr cool. Und deshalb möchte ich ihn hier halt auf die 2 setzen. Wie gesagt, die ganze Zeit schon. Eigentlich ist das nur ein, ich zeige euch 10 Leute, aber Top 10 klicken die meisten Leute mehr drauf. Deshalb auf der 2 MTG mit Patrick. Ein Channel, auf dem super viel auch an News noch kommt, mit einer eigenen Meinung. Es werden, ich nenne sie liebevoll Noob-Videos, aber es sind halt Anfänger-Videos mit Erklären, was bedeuten die Farben, was ist die Reserved List, wie funktioniert Magic überhaupt und was bedeutet es, wenn ich ein Weißmagier bin oder ein Blaumagier. Also niemand mag mich mehr. Aber das ist was anderes. Dazu ist auch auf diesem Channel in letzter Zeit sehr, sehr viel mit Unboxing unterwegs, also wirklich mit verschiedensten Sachen, die einfach gekauft werden und für den YouTube-Channel angeboxt werden. Ob es jetzt Displays sind, ob es einzelne Booster sind oder ähnliches, das ist wirklich, wirklich ein allround ziemlich guter Channel. Deshalb wollte ich ihn euch hier noch empfehlen. Genau wie ich euch meine Nummer 1 empfehlen möchte. Der Name von diesem Channel, Entschuldigung, ich hatte gerade einen kurzen Lachflash, ist schwierig. Den könnte man vielleicht umbenennen, irgendwann mal. Weil der Name des Channels, ich hab's Handy in der Hand, weil der ist doch relativ lange, ist Ultima Magic Vintage Videos by Dr. Alzheimer. Großartiger Channel, gerade wenn es um alten Stuff, Vintage Stuff oder eben auch Flohmärkte bzw. eBay in dieser doch etwas schwierigen Zeit, Ankäufe geht oder einfach Evaluationen von alten Magic-Karten, WCD-Decks und ähnliches. Richtig, richtig cool, richtig großartig, gerade für mich, der halt wirklich viel im alten Legacy Vintage, im Oldschool Magic unterwegs ist, ist das immer wieder ein herzerwärmendes Event, wenn da ein neues Video hochkommt und ich sehen kann, oh mein Gott, dieses WCD-Deck stand im Laden und ich konnte es kaufen und heute ist es alt und ich bin auch alt und ja, es ist auf jeden Fall ein großartiger Channel und es macht mir jedes Mal unglaublich viel Spaß, dazu zu schauen. Es ist kein Competitive Channel, wenn ich das richtig mitkriege. Es geht dabei weniger um Turniere oder ähnliches. Davon haben wir gefühlt in Magic Deutschland fast keinen, der wirklich effektiv mit Turnieren handelt. Klar, in dieser schwierigen Zeit ist es auch etwas problematischer mit Turnieren bzw. Competitive Magic aufzubieten. Es gibt aber noch eine ganze Menge andere Kanäle und wenn ihr da noch jemanden kennt, wenn ihr noch jemanden habt, den ihr denkt, der erwähnt werden müsste, oder wenn ihr sagt, hier, ich mache einen Magic Channel, hier unten in den Kommentaren bitte Eigenwerbung machen, bitte, bitte schreibt das rein. Schreibt andere Namen rein von anderen Leuten, die ich jetzt noch nicht aufgelistet habe. Ich möchte, dass dieses Video wirklich so viel wie möglich rumgeschickt wird, damit alle Leute sehen, was für YouTube-Channels wir haben. Und ich werde es persönlich auch wenn ich eigentlich Eigenwerbung ziemlich hasse, relativ viel rumschicken und versuchen mal zu teilen. Und das eben in der Hoffnung, dass möglichst viele Leute viele andere Leute finden, wo sie Videos schauen wollen, wo sie Spaß dran haben oder wo sie einfach sagen, hey, das möchte ich unterstützen, das finde ich cool. Deshalb möchte ich dieses Video im Dezember, dieses Blackie zeigt, eben dazu nutzen, um euch, gerade wenn es jetzt in Richtung Weihnachten in dieser echt beschissenen Zeit geht, ein bisschen was zu zeigen, wo ihr sagen könnt, hey, das sind coole Sachen, die gucke ich mir an. Dafür machen wir diese Videos. Wir machen diese Videos ganz selten für uns. Keiner dieser Leute, die ich jetzt gerade genannt habe, macht Videos im Keller alleine, weil er denkt, hey, ich bin cool und ich mache das für mich. Nein, wir machen die Videos für euch und deshalb freue ich mich über jeden, der dort etwas für sich selber findet. So, jetzt habe ich genug geschwatzt. Ich habe mich auch mehrfach wiederholt. Ihr habt, wie gesagt, die Kommentare unten für weitere Channels. Wenn ihr zum Beispiel noch irgendwas habt, wo ihr sagt, ey, da möchte ich noch mal ein bisschen genauer nachhaken, dann schreibt mir das auch in die Kommentare. Und ansonsten teilt das Video bitte, bitte, bitte. Ich frage eigentlich nie danach, ob das ihr das Video teilt, liked oder ähnliches, weil ich finde, Leute machen das von alleine, wenn sie unbedingt wollen. Wenn nicht, muss ich sie nicht drauf anhalten. Aber dieses Video würde ich ganz gerne, dass es geteilt wird, wo auch immer ihr seid, egal auf was für eine Plattform, damit möglichst viele Leute dieses YouTube Deutschland, was aktuell sehr gut am Blühen ist und wirklich wieder etwas größer wird, auch sehen und auch sehen, dass wir eben nicht alleine auf YouTube sind und alleine Magic machen, sondern dass auch auf YouTube Magic eine Community-Sache ist und wir deshalb auch einfach in der Community leben und vielleicht kommen da ja noch ein paar Videos zusammen, wo zwei YouTuber, die ihr besonders mögt, mal was zusammen machen.
Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und das nächste Mal kommt auch wieder ein Blacky erklärt. Keine Sorge, bitte tötet mich nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.